Leute, heute gibt es meinen persönlichen Senf zu all diesen Filmen hier. Und am Ende gibt es wie immer eine Kinokartenverlosung. Die folgende Review reflektiert nur meine eigene Meinung. Chrissys Kopfkino. Keine Filmkritikerin. Nur ein Mädel, das auf Filme steht. Fangen wir mit einer sehr verrückten Weihnachtskomödie an. Die Heiligen Drei Könige. Und hier geht es um die Tradition von drei Kumpels, die jedes Jahr zu Weihnachten mega einen drauf machen. Und es fängt ziemlich cool an und ich hatte am Anfang des Films richtig Bock auf das Thema des Films. Vor allen Dingen, weil die Besetzung so mega geil ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, hier ist es wirklich Geschmackssache, ob man den Humor mag. Mir war er definitiv zu albern. Ein paar Lacher waren drin, weil Seth Rogen sehr geile Momente in diesem Film hat. Aber alles in allem fand ich auch, dass der technisch mega schlecht ist. Vor allen Dingen ist es merkwürdig, weil es sind so auffällig riesige Product Placements in dem Film. Da dachte ich mir, ja, für das Geld hätten sie auch einen technisch besseren Film machen können. Teilweise sehr unscharf und dann noch mit mega Wackelkamera. Man hat das Gefühl, der Kameramann selber war auch bekifft oder unter Drogen oder whatever. Ich fand die Story auch viel zu voraussehbar und gegen Ende auch ziemlich kitschig. Aber wenn ihr auf so, oh, wir sind ja so unter Drogen Filme steht, dann wird dieser Film eventuell was für euch sein, auch wenn er nicht mal halb so cool ist wie Hangover 1. Ich vergebe deswegen hierfür nur 2 von 5 Punkten. Kommen wir zu einem sehr guten Teenie-Film, der aber nicht nur was für Teenies ist. Ich, Earl und das Mädchen heißt er hierzulande. Und es ist ein Indie-Film. Ich liebe Indie-Filme. Und wie bei allen Indie-Filmen ist es so, dass die Charaktere sehr liebevoll umschrieben und erzählt werden. Und das ist zum einen eine sehr, sehr große Stärke des Films. Zum anderen ist es auch so, dass der technisch und inhaltlich sehr, sehr kreativ gelöst ist und sehr unterhaltsam gelöst ist und sehr cool, aber gleichzeitig auch noch eine bewegende Story hat und ja, einen schon sehr berührt, aber auch sehr zum Lachen bringt, sehr zum Weinen bringt und wirklich ein sehr guter Film, muss man gesehen haben. 4 von 5 Punkten hierfür. Ein weiterer Jugendfilm, da bin ich mir aber nicht so sicher, ist Diary of a Teenage Girl. Da muss man sagen, es ist eine sehr ungewöhnliche Teenager-Geschichte. Es geht um die ersten sexuellen Erlebnisse eines ja, jungen Mädchens, 15 Jahre alt ist sie. Und ich finde, weder im Trailer noch im Titel kann man vorausahnen, wie sexuell der Film wirklich ist. Der ist nämlich schon grenzwertig erotisch, weil der Sex zwischen den Charakteren teilweise auch illegal ist. Aber nun denn, es ist trotzdem eine sehr außergewöhnliche Geschichte, weil die Geschichte zur Hippie-Zeit spielt und da ist ja alles sehr, sehr freizügig und ja, alles sehr anders und das macht den Film auch anders und einzigartig und dadurch auch sehr interessant. Und auch wenn man sich mit dem Charakter selber vielleicht nicht unbedingt identifizieren kann, ist er aber so offen und ehrlich in der Ich-Perspektive erzählt, dass man trotzdem Zugang zu ihren Emotionen erlangt und sie trotzdem irgendwie verstehen kann. Ich denke, dieser Film ist nicht was für jedermann, weil er, wie gesagt, sehr speziell ist. Auf jeden Fall ist er mal was Neues. Und ich fand ihn wirklich ganz gut, auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sehr interessant, wie gesagt. Und deswegen vergebe ich 3 von 5 Punkten. Der Disney-Weihnachtsfilm für dieses Jahr ist Arlo und Spot, die Abenteuergeschichte von einer Freundschaft zwischen Dino und Menschenkind. Und wo wir gerade über Kinder reden, es ist definitiv zu 100% ein Film für Kinder. Ich war da bei der Preview dabei, wo auch sehr viele Kids mit dort waren und die fanden den mega spannend, nervenaufreibend und emotional. Die haben wirklich Sturzbäche geheult und deswegen ist auch definitiv was für Kids. Für Erwachsene, ich denke, Geschmackssache ist auf jeden Fall hier und da ein Lacher dabei. Für mich persönlich, ich fand den ganz süß, den Film. Inhaltlich ist es jetzt keine neue Story, muss man sagen. Was ich besonders erwähnenswert finde, und da wird mir wahrscheinlich jeder recht geben, sind, dass die fotorealistischen Hintergrundkulissen der absolute Wahnsinn sind. Sowas hat man noch nicht im Kino, glaube ich, gesehen. Und da übertrifft ja, Disney Pixar sich selbst. Und alles in allem ein sehr süßer Film. 3 Punkte. Traurigerweise kommt jetzt der allerletzte Studio Ghibli-Film. Erinnerung an Mani. Und bei dem Studio Ghibli, oder sagt man Ghibli-Film? Ich bin mir nicht so sicher. Es kommt aus dem Italienischen, der Begriff, ne? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall, das Typische bei Studio Ghibli-Film ist ja die Atmosphäre. Also ich habe bei Studio Ghibli-Film immer das Gefühl, dass ich das Essen in dem Film schmecken kann, die frische Luft riechen kann, schon, also wirklich dort, oh, die meine nackten Füße auf dem Gras habe im Film. Und das ist eine wundervolle Atmosphäre. Es geht diesmal um ein, ja, um ein junges Mädchen, die psychisch wie auch körperlich angeschlagen ist und deswegen zu Kurzzwecken, zu Verwandten aufs Land geht und dort ihre Sommerferien verbringt. Und ich habe mich selber so gefühlt, als wäre ich auf Kurs. War so super entspannt. Auf dieser, ja, in diesem Urlaub findet sie ein Haus. Und das ist sehr, sehr mysteriös und geheimnisvoll und sorgt für sehr viel Spannung. Dieser Studio Ghibli-Film ist ja, für Studio Ghibli-Verhältnisse
relativ realistisch von der Story her. Aber es ist eine mega, mega emotionale Geschichte. Ich musste auch ein paar Tränchen verdrücken gegen Ende hin. Und ja, wunderschöner Film und deswegen 4 von 5 Punkten. Zu Macbeth kann ich nur sagen, mega epische Bilder, fantastisch geschauspielt, aber durch diese Sprachkunst doch schwer zugänglich von der Story her und zu den Charakteren hat man auch nicht so eine direkte Verbindung, weil man sich die ganze Zeit so konzentrieren muss und überlegen muss, was haben die jetzt damit gemeint, was sagt der mir gerade? Aber es ist auf jeden Fall die geilere Alternative als Lernstoff zum Buch und deswegen ist es ein, also vor allen Dingen von den Bildern her, ein super Film geworden. Ich finde, der ist sehenswert mit 3 von 5 Punkten. Von einem Michael Fassbender-Film zum nächsten Michael Fassbender-Film, nämlich Steve Jobs, das Biopic zu dem Apple-Gründer. Und ich finde, das Besondere hier dran ist, für ein Biopic, dass es nicht sehr szenisch erzählt wird, sondern in Dialogen hauptsächlich nur. Aber genau das ist das Geniale, weil die Dialoge so gut geschrieben sind, dass es so der Film trotzdem sehr schwungvoll und spannend und vor allen Dingen mega lustig und unterhaltsam ist. Mit die besten Filmdialoge meiner Meinung nach in diesem Jahr. Und das Besondere an dem Film ist auch, dass die Geschichte von Steve Jobs nicht wie üblicherweise nach und nach von der Kindheit her an erzählt wird, sondern einfach nur durch 3 Präsentationen und durch die Backstage-Ereignisse, die passieren, dass dadurch seine ganze Lebensgeschichte erzählt wird. Also eine sehr geniale Idee, haben sie sehr gut umgesetzt und außerdem natürlich schauspielerisch top. Und was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, ist, dass es durch diese ganze Backstage-Atmosphäre doch sehr irgendwie erdrückend wirkt. Also es war für mich mein persönlicher Eindruck. Aber ansonsten trotzdem ein sehr, sehr gelungener Film und deswegen 4 von 5 Punkten. Von den Fans mit sehr viel Spannung erwartet das Finale von Die Tribute von Panem Mockingjay 2. Ich persönlich, wisst ihr ja vielleicht, bin Fan von den ersten 2 Teilen und den ersten 2 Büchern. Mockingjay 1 gefiel mir ehrlich gesagt nicht so. Ich bin auch nicht so ein Riesenfan von dem letzten Buch. Dachte mir bei dem letzten Buch aber, dass diese Action-Szenen doch eigentlich filmisch sehr gut inszeniert werden können. Und deswegen war ich auch auf den letzten Teil von Mockingjay gespannt. Und ja, bin aber ein bisschen enttäuscht. Ich finde, die hätten den viel besser machen können. Ich finde, die ganze Spannungskurve sinkt immer wieder durchs ewige Rasten von der Soldatentruppe. Und ja, dadurch wird der Spannungsbogen nicht gehalten. Zudem, was ich persönlich sehr schade finde, das sind eigentlich alles nur meine persönlichen Ansichten, ne? Ich glaube, dass für Fans dieser Film wirklich ein Muss ist. Und für mich wäre er auch ein Muss gewesen. Ich wäre so oder so, auch wenn ich vorher gehört hätte, der ist nicht so doll, wie viele Kritiker es sagen, wäre es trotzdem ein Muss für mich gewesen. Aber was ich persönlich sehr schade finde, Peter ist eigentlich mein Lieblingscharakter und Mockingjay 2 hat den für mich persönlich total zerstört. Während ich im Buch total mit ihm mitgefiebert habe und voll mit ihm mitgelitten habe, ist er im Film so weinerlich, dass er wie ein Klotz am Bein wirkt und mich hat er, ehrlich gesagt, richtig, richtig genervt. Und das finde ich halt so schade, weil es eigentlich so ein liebenswerter Charakter ist und dort kommt es einfach nicht rüber. Dann 2 wichtige Action-Szenen, finde ich, werden also mit nicht so gutem CGI begleitet. Man sieht einfach, dass das Öl künstlich an den Wänden entlang plätschert und dass bei schnellen Kampfszenen die Monster, dass es einfach so wirkt, als hätte man sich im Greenscreen schnell hin und her bewegt. Und das finde ich auch sehr schade. Wobei eine Untergrundszene sehr, sehr spannend gelöst ist, dadurch, dass es schon fast eine Aliens-Atmosphäre hat. Sehr gut finde ich auch das Schauspiel von Jennifer Lawrence und Jenna Malone. Die leider sehr, sehr viel zu kurz kommt in diesem Film. Und was ich auch noch schade finde, ist, ehrlich gesagt, dass die sich am Ende nicht entscheiden konnten für ein Ende. Ich habe mehrere Enden gesehen und leider haben die Macher sich für das Kitschigste entschieden. Finde ich auch sehr schade und deswegen, gerade weil ich so ein bisschen Fan von der Geschichte bin, finde ich schade, dass die nichts Besseres draus gemacht haben aus dem Finale. Hätten die auf jeden Fall machen können, indem die wirklich 30 Minuten rausschneiden hätten können oder wenigstens schneller erzählen können. Oder die haben es sehr auserzählt, was für manche Fans vielleicht geil ist, aber dem Film meiner Meinung nach nicht gut getan hat. Deswegen gibt es für den Film nur 2,5 Punkte. Ein Film, auf den ich sehr gespannt bin, ist Ewige Jugend. Und da kann ich euch jetzt 2x2 Kinotickets verlosen. Die Verlosung dazu verlinke ich euch in der Infobox wie jedes Mal. Und hier kommt es zu meinem letzten Kinovideo und noch ein weiteres Chrissys Kopf Kinovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer eure Meinung zu dem Film in die Kommentare. Da können wir weiter diskutieren. Und bis zum nächsten Mal.